In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man feststellen kann, ob eine Funktion achsensymmetrisch oder punktsymmetrisch ist. Also wenn ich achsensymmetrisch sage oder Achsensymmetrie, meine ich Achsensymmetrie zu Y-Achse. Und mit Punktsymmetrie meine ich Punktsymmetrie zum Ursprung. Zuerst möchte ich euch zeigen, wie man anhand des Graphen einer Funktion ihre Symmetrie bestimmen kann. So, Achsensymmetrie, Y-Achse und Y-Achse, wir haben eine Symmetrie. So. Also, die Funktion f von x gleich x² ist eine Parabel und hat Achsensymmetrie. Und hier haben wir auch Achsensymmetrie, also Achsensymmetrie zu Y-Achse. Und die Funktion lautet minus x² plus 3. In diesem Fall haben wir auch Achsensymmetrie zur Y-Achse. Und hier haben wir keine Achsensymmetrie. Jetzt ist die Funktion ist nicht symmetrisch. Hätten wir so eine Funktion, wäre symmetrisch wie hier. Hier haben wir Symmetrie, hier haben wir keine Symmetrie. So, keine Symmetrie. Und Punktsymmetrie zum Ursprung mit den Koordinaten 0 und 0. Und wir haben in diesem Fall Punktsymmetrie. Ja. Und die Funktionsgleichung haben wir auch da, x hoch 3. So, in diesem Fall haben wir keine Achsensymmetrie, zum Beispiel hier bekomme ich hier keinen Punkt. Oder von da hier keinen Punkt. Aber es liegt Punktsymmetrie zum Ursprung vor. Ist ganz wichtig, zum Ursprung. Von da zum Beispiel bekomme ich einen Punkt da. Von da bekomme ich einen Punkt da. Von da bekomme ich einen Punkt da. Und weiter. Die Funktion x hoch 3 plus 1, wenn wir die Punktsymmetrie genau beschreiben möchten, müssen wir sagen, Punktsymmetrie zum Ursprung. Ja? Weil hier ein Punktsymmetrie vorliegt, aber nicht zum Ursprung, zu dem Punkt 0 und 1, was uns nicht interessiert. So, hier haben wir wieder kein Punktsymmetrie zum Ursprung, aber wir haben Punktsymmetrie zu diesem Punkt, was uns nicht interessiert. Wir suchen nur Punktsymmetrie zum Ursprung oder Achsensymmetrie zu Y-Achse. So, hier haben wir Punktsymmetrie zum Ursprung. Ein Punkt da, durch den Ursprung, dann haben wir einen Punkt wieder da. Weiterhin Punkte da, ein Punkt da, ein Punkt da, ein Punkt da. Also, die Funktion fx gleich x ist punktsymmetrisch. Und genauer gesagt, punktsymmetrisch zum Ursprung. Und hier haben wir punktsymmetrisch zum Ursprung wieder. Und hier haben wir keinen punktsymmetrisch zum Ursprung. Vielleicht haben wir punktsymmetrisch zu einem anderen Punkt hier, zu diesem Punkt, aber nicht zum Ursprung. Bei dieser Funktion haben wir keine Punktsymmetrie, zum Beispiel da durch den Ursprung und da haben wir keinen Punkt. Ganz wichtig, Achsensymmetrie liegt vor, aber hier. Also die Funktion ist achsensymmetrisch zu x gleich minus 1. X gleich minus 1, hier minus 1. Aber nicht zu x gleich 0. X gleich 0 bedeutet y. Also zu y-Achse liegt keine Symmetrie vor. Also keine Achsensymmetrie. Zu y-Achse, ganz wichtig. Zu einer anderen Achse, vielleicht hier, haben wir Symmetrie, aber das interessiert uns nicht. Die Funktion geht auch nicht durch den Ursprung. Das heißt, man hat sowieso keine Punktsymmetrie zum Ursprung. Hier haben wir Achsensymmetrie. Nein, wir haben keine Achsensymmetrie. Und Punktsymmetrie. Nein, die Funktion geht überhaupt nicht durch den Ursprung. So hätten wir Punktsymmetrie gehabt. Aber hier haben wir Punktsymmetrie, aber zu einem anderen Punkt, zu dem Punkt mit den Koordinaten minus 1 und 0. Und das ist uns egal. Wir suchen nur Punktsymmetrie zum Ursprung.
So, hier haben wir auch keine Achsensymmetrie zu Y-Achse, aber zu einer anderen Achse vielleicht. Hier haben wir Achsensymmetrie bei zu der Achse x gleich 1. Das interessiert uns nicht. Also keine Achsensymmetrie zu Y-Achse. Auch keine Punktsymmetrie zum Ursprung. Die Funktion geht nicht durch den Ursprung. Wie kann ich von der Funktionsgleichung erkennen, ob eine Funktion achsensymmetrisch zu Y-Achse oder punktsymmetrisch zum Ursprung ist? Die Exponenten hier, die Hochzahlen. Wenn wir nur gerade Exponenten haben, gerade Hochzahlen, zum Beispiel hier haben wir x hoch 2 und 2 ist eine gerade Zahl, dann haben wir Achsensymmetrie zu Y-Achse. Wenn wir nur gerade Exponenten haben, zum Beispiel hier haben wir nur gerade Exponenten, also die Funktion ist achsensymmetrisch. Hier nur gerade Exponenten 4 und 2, also die Funktion ist achsensymmetrisch. Hier nur gerade Exponenten, egal ob es hier eine Zahl steht oder nicht, diese Zahl verschiebt die Funktion entlang y-Achse, das heißt, hier haben wir minus 2, das heißt, von da minus 2 nach unten. Hätten wir minus 3, wären zum Beispiel so. So zum Beispiel. Hätten wir plus 2 hier, dann hätten wir hier so eine Funktion. So. So ungefähr, ne? So. Das heißt, gerade Zahlen, achsensymmetrisch. Fertig. Und mit Achsensymmetrie meine ich natürlich Achsensymmetrie zu Y-Achse. So, hier haben wir gerade Exponenten 4 und 2, aber auch x hoch 1. Hier haben wir x hoch 1, x bedeutet x hoch 1 und 1 ist eine ungerade Zahl. Das heißt, wir haben sowohl gerade Exponenten als auch ungerade Exponenten. Das heißt, keine Symmetrie. Die Funktion ist weder achsensymmetrisch noch punktsymmetrisch. Und hier haben wir nur ungerade Exponenten, also 3. 3 ist eine ungerade Zahl, das heißt, die Funktion ist punktsymmetrisch. Punktsymmetrisch zum Ursprung. Hier haben wir ungerade Exponenten, das heißt, x hoch 3 ist punktsymmetrisch. Aber x hoch 3 plus 1, das heißt, in diesem Fall, wenn ich eine Zahl habe und ungerade Exponenten und eine Zahl, bedeutet, die Funktion ist nicht punktsymmetrisch. Ja, warum? Weil durch plus 1 geht die Funktion 1 nach oben, oder hätten wir hier minus 1, 1 nach unten. Dadurch geht die Funktion nicht durch den Ursprung. Das heißt, der Ursprung liegt nicht auf der Funktion, auf dem Funktionsgraphen. Von daher gibt es hier, obwohl wir nur ungerade Exponenten haben, gibt es keine Punktsymmetrie zum Ursprung, weil wir noch eine Zahl haben. Hätten wir diese Zahl nicht, wäre die Funktion punktsymmetrisch gewesen. So, hier haben wir gerade oder ungerade, 3 ungerade, 1 ungerade, super. Aber wir haben noch minus 1, das heißt, wir haben noch eine Zahl, das heißt, die Funktion geht nicht durch den Ursprung. So, das heißt, wir haben keine Punktsymmetrie zum Ursprung, auch keine Achsensymmetrie natürlich, weil wir nur ungerade Exponenten haben. So, hier haben wir x von x gleich x. X bedeutet x hoch 1. Und 1 ist eine ungerade Zahl. Und keine Zahl steht hier zum Beispiel noch. Das heißt, wir haben Punktsymmetrie zum Ursprung. Hier haben wir auch minus x hoch 1. 1 ist eine ungerade Zahl. Wir haben nur ungerade Exponenten, also Punktsymmetrie zum Ursprung. Hier haben wir f von x gleich x plus 1. Hier haben wir hoch 1, nur ungerade Zahl, aber wir haben noch eine Zahl dazu. Das heißt, die Funktion geht nicht durch den Ursprung. Also keine Punktsymmetrie zum Ursprung. Und weil wir keine gerade Exponenten haben, haben wir auch keine Achsensymmetrie. X hoch 2, gerade. X hoch 1, ungerade. Gerade und ungerade, beides vorhanden. Also weder Achsensymmetrie noch Punktsymmetrie. Hoch 4 hoch 1, gerade und ungerade Exponenten. Weder Achsensymmetrie noch Punktsymmetrie.
x minus 1 hoch 2. Aufpassen, das ist nicht x Quadrat minus 1, sondern x minus 1 hoch 2. Das heißt, das kann ich hier so binomische Formel anwenden. Dann haben wir x Quadrat minus 2x plus 1. Ja, a minus b zum Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Kennst du wahrscheinlich die Formel. Und das heißt, in diesem Fall haben wir sowohl gerade als auch ungerade Exponenten. Also weder Achsensymmetrie noch Punktsymmetrie zum Ursprung. So, liegt hier bei dieser Funktion Achsensymmetrie oder Punktsymmetrie oder keine Symmetrie vor? Wir haben nur ungerade Exponenten, also 5, 3 und 1. Also die Funktion ist punktsymmetrisch. Wir haben Punktsymmetrie zum Ursprung, natürlich müssen wir dazu sagen. Und hier? Wir haben nur ungerade Exponenten, 5, 3 und 1. Aber dazu noch eine Zahl, das heißt, die Funktion ist nicht punktsymmetrisch. Zum Ursprung. Die Funktion ist punktsymmetrisch zu einem anderen Punkt, was uns nicht interessiert. Also keine Punktsymmetrie liegt vor, auch natürlich keine Achsensymmetrie, weil wir ungerade Exponenten haben. Weder Punktsymmetrie noch Achsensymmetrie. Hier haben wir hoch 4, also gerade, hoch 2 gerade. Und es ist uns egal, ob jetzt hier eine Zahl steht oder nicht, weil wir nur gerade Exponenten haben. Das heißt Achsensymmetrie zur y-Achse. Hier bei dieser Funktion. Wir haben sowohl gerade als auch ungerade Exponenten. Das haben wir 4 und 1. Das heißt weder noch. Gut, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, diese zwei Begriffe zu verstehen, Achsensymmetrie und Punktsymmetrie. Natürlich zum Ursprung und zur y-Achse, das ist ganz wichtig, weil manchmal liegt Symmetrie vor, aber nicht zum Ursprung, aber nicht, auch nicht zur y-Achse. Ne? Das muss man natürlich ein bisschen vielleicht üben und begreifen, aber wenn man Achsensymmetrie sagt, gemeint ist natürlich immer Achsensymmetrie zur y-Achse. Und wenn man Punktsymmetrie sagt, heißt es Punktsymmetrie zum Ursprung. Und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man das Ganze noch rechnerisch beweisen kann. Ja, das war nicht rechnerisch, das war nur mit gerade und ungerade Exponenten und auch mit Graphen. Und in dem nächsten Video werden wir das auch rechnerisch zeigen, beweisen, ob eine Funktion achsensymmetrisch oder punktsymmetrisch ist. Viel Erfolg! Ich wünsche dir alles Bestens!